In der ukrainischen Stadt Kharkiv sind bei einem russischen Drohnenangriff, dem Gouverneur der Oblast zufolge, 7 Zivilisten ums Leben gekommen. Darunter seien auch 3 Kinder. Russland habe die zweitgrößte Stadt der Ukraine am späten Freitag mit Shahed-Drohnen angegriffen. Die Flugkörper hätten auch eine Tankstelle getroffen und ein Großfeuer ausgelöst, sagte der Leiter der örtlichen Staatsanwaltschaft, Oleksandr Filchakov. Durch dieses Feuer wurden mindestens 15 Privathäuser zerstört, in denen Zivilisten lebten. Eine Person wurde mit schweren Verbrennungen in das regionale Krankenhaus eingeliefert. Meine Schwiegermutter rief meinen Mann an und sagte, dass es in der nahegelegenen Straße eine Explosion gegeben habe und es brenne. Sie sagte, sie habe so etwas noch nie gesehen. Dann rief sie nach 15 Minuten noch einmal an und sagte, dass ihr Haus brennt. Sie fing an zu schreien und das war das Letzte, was wir von ihr hörten. Wir wissen nicht, wo sie ist. Sie und mein Schwiegervater waren beide in diesem Haus. Nach offiziellen Angaben sind auch ein Krankenhaus und ein Restaurant in einer östlich von Kharkiv gelegenen Stadt von Drohnen getroffen worden.